Mein Name ist Albarina Shavani. Ich bin 13 Jahre alt und meine Muttersprache ist Albanisch. Für meine Rede beim Finale Folgewoche habe ich den Titel Nicht nur reden, sondern tun gewählt. In Indien gab es einmal einen sehr weisen Mann namens Mahatma Gandhi. Er sagte, sei du die Veränderung, die du für die Welt haben möchtest. Wie gesagt, er war ein sehr weiser Mann und wir sollten uns ein Beispiel an diesem Mann nehmen. Wir sind nämlich diejenigen, die handeln können. Wir sind die, die verändern können. Jeder, wo er gerade steht. Jeder an seinem Platz. Als erstes sollten wir uns darüber klar werden, warum wir Menschen uns so verrückt verhalten. Warum kaufen wir zum Beispiel so viel Kleidung? Warum können wir nicht einfach sagen, ich mache da nicht mit? Ich glaube, ich weiß warum. Man will dazugehören und deshalb muss man sich anpassen. Aber warum? Jeder von uns ist Teil dieser Welt. So wie er ist, jeder hat Platz auf dieser Welt. Niemand ist ein Niemand. Also wollen wir handeln, statt nur zu reden, zu jammern, uns zu beklagen. Aber wo sollen wir beginnen? Ich schlage vor im Kleiderschrank. Wie viele T-Shirts sind da drin? 10 oder 20? Und wie viele werden wirklich getragen? Und comme chum se passe mit blusa. Avec ça, on ne givesse juste mes natures. Vet un peschkak se ni her kanchine mood. Nete djuf du am te, jemi piese a sai bote. Te djuf mendoin se ti jesh piese ke sai bote, ti kish ata roba. Per kja nuk eshte e vertet. Per prap se prap, na blem shum roba. Në fakt nuk kemi nevoj për to. Angenommen, wir kaufen weniger Kleidung. Dafür die mit dem Fairtrade-Siegel. Das ist das Zeichen dafür, dass die Arbeiter und Arbeiterinnen anständig bezahlt wurden und dass keine Kinder dafür geschuftet haben. Natürlich könnten wir auch über unsere Ernährung, unseren übermäßigen Fleischverbrauch sprechen oder über Biodiesel. Biodiesel, wem fällt eigentlich so was Absurdes ein? Bio klingt immer gut, aber was kann an Diesel Bio sein? Biodiesel wird aus Pflanzen erzeugt, aus Getreide, Raps, Mais und so weiter. Schon wieder nehmen wir den Menschen die Nahrung weg. Dabei brauchen wir Biodiesel gar nicht. Warum fahren wir nicht mit dem Fahrrad? Warum benutzen wir nicht mehr öffentliche Verkehrsmittel? Und hat uns nicht der liebe Gott Füße geschenkt? Nemun tschjevim, tengritemi vetverpoim, apo tschim droin ulur, ve vetum tschikoim, sisi bota jon bert me padreit. Vesitiret nai per taktoim armem. Nje njerzit, jemi mette fuqishem se ne mendoim. Wir müssen endlich die Augen öffnen, aufstehen und handeln. Die Erde ist in unseren Händen. Wir müssen die Änderung sein, die wir in der Welt sehen wollen. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Albarina Shavani.